Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen lustigen Runde von The Forest. Ja, ich habe keine Lust mehr, allerdings nicht auf das Spiel, sondern auf mein neues Mikro. Ich habe jetzt wirklich zwei Tage damit verbracht, oder sagen wir zwei Abende. Den ganzen Tag wäre gelogen, ich war auch noch arbeiten zwischendurch. Das richtig einzustellen, denn am Anfang hat es noch wunderbar funktioniert. Und auf einmal kam so ein richtig ekliges Kratzen immer, also bei der Aufnahme. Ich habe das dann mal getestet. Zum Glück ist mir das immer aufgefallen, bevor ich irgendwas angefangen habe. Und ja, dann hat es halt einfach nicht mehr aufgehört. Zwischenzeitlich habe ich es dann wieder hinbekommen und dann wieder nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass höchstwahrscheinlich, also ich habe mal ein neues bestellt, so als Alternative zum Ausprobieren. Ich werde es höchstwahrscheinlich zurückschicken, weil mich das alles ziemlich annervt. Ich stelle gerade fest, mit der Axt kannst du wirklich nur noch nach unten hauen, oder? Konnte man nicht mit der auch mal links, rechts, hack, hack? Naja, okay. Auf jeden Fall werde ich es zurückschicken, wie es aussieht. Denn das bringt ja so nichts, wenn ich mich nur drüber aufrege und wirklich Stunden damit zubringe, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann halt nicht. Gibt ja genug Alternativen auf dem Markt, so ist es nicht. Ich hoffe nur, dass die dann zufriedenstellender sind. Daher greife ich jetzt erstmal wieder auf mein altes Mikro zurück. Das werde ich dann wohl die nächsten zwei, vielleicht drei Folgen zu hören kriegen. Allerdings nur hier, weil alle anderen Projekte sind erstmal aufgenommen bis dahin. So, dass da eben dann keine, was weiß ich, kein Wirrwarr entsteht mit der Stimme und so weiter. Ich meine, meine Stimme ist immer die gleiche, aber die kommt halt anders rüber durch das Mikro. Das ist klar, ne? Auf jeden Fall erstmal wieder das alte Mikro. Das ist zwar nicht mehr das Beste, nicht mehr das Neueste, aber das ist wenigstens zuverlässig. Das funktioniert. Gut, dass ich mir gleich was bestellt habe, bevor dieses Mikro ins Gras beißt, weil wenn ich dann ganz ohne dastehe, das wäre blöd. Ja, ich werde jetzt hier noch so ein paar Lurchis, naja, häuten. Das Essen, das brauchen wir erstmal nicht mehr, da habe ich ja genug. Und ja, jetzt suche ich mir halt mal eine Stelle, wo ich mir ein schönes Baumhaus bauen kann. Und ich glaube fast, ich habe sie gefunden, die Stelle. Ich wollte zwar ursprünglich wo ganz anders hin, aber hier oben ist, denke ich, schön. Also, wie wär's denn mit diesem Baum hier? Wenn ich mir da das reinpflanze, jetzt gucke ich mir erstmal die Blaupause an. Ja, das war wieder der falsche Button. Nochmal umschauen, nicht, dass da was kommt. Ne, von da kommt in der Regel nichts. Da ist nämlich eine Lücke. So. Wo ist es? Treehouse. Treehouse of Horror. Ne, das war irgendwas bei den Simpsons mal. Und jetzt baue ich mir einfach mal hier so mein Baumhaus hin. Das ist mir jetzt scheißegal. Vielleicht erstmal ein Hunting Shelter noch. Aber dann wird hier das Baumhaus hingepflanzt. Ist es nicht so weit weg vom ursprünglichen Lager, von meiner alten Baustelle, aber vor allem Baustelle. Aber ich finde, die Stelle ist ganz gut. Wenn man da dann noch hochklettern kann, ich weiß es ja gar nicht, dann hat man noch einen schönen Ausblick. Eventuell sieht man dann die Gegner schon früher, wenn sie herankommen. So ein kleiner Ausguck praktisch. So, jetzt werde ich aber hier meinen Hunting Shelter mal irgendwo an den Stein hinpflanzen. Na, nochmal rumdrehen. So. So kann man das lassen, denke ich, für den Anfang. Und ja, mir wird ja nachgesagt, dass meine Augen unempfänglich für alles sind. Ja, scheint wirklich so. Wenn ich mir das so im Nachhinein immer anschaue, wenn ich jammere, dass ich keine Steine finde, wie viel ich da liegen lasse manchmal, das ist abartig. Ich frage mich da echt, was da immer in mir vorgeht in dem Moment, aber ihr werdet sehen, es wird kein Stück besser. Also es ist ja wirklich so, ich laufe hier durch, denke, ah, scheiße, nichts bauen, kein Material, das ist nicht da und das ist nicht da. Dabei ist alles da, ich sehe es nur nicht. Warum? Weiß ich nicht. Also blind bin ich eigentlich nicht. Habe ich gedacht. So, das sollte es aber reichen.
Genau, und jetzt nehmen wir uns die Loks. Ach komm. Schon wieder? Ernsthaft? Muss das sein? Falsche Axt. Nehmen wir erstmal die, mit der lässt sich besser kämpfen. Wo sind denn die Loks hingerollt? Ich war wohl zu voreilig mit dem Fällen. Sind jetzt alle abgehauen, die scheiß Loks. Das ist natürlich eine blöde Stelle zum Baumfällen. Denn. Ja, jetzt wird es erstmal dunkel, das ist noch beschissener. Oh. Shit, ich sehe nichts mehr. Man könnte ja auch mal die Taschenlampe nehmen, aber das wäre zu einfach. Ne, wir nehmen sie doch. Wo rennt der denn hin? Bin hier drüben, hallo, ich fühle mich leicht vernachlässigt. Auf jeden Fall, Viecher gibt es hier mehr als genug. Und der Typ scheint wieder abgedüst zu sein. Vielleicht muss er noch mal kurz aufs Klo. So nach dem Motto, kleinen Moment noch, gleich geht's los. So, wo sind die anderen Loks hin? Die sind jetzt abgehauen, oder was? Bei Dunkelheit sieht man es ja besser, weil das immer so funkelt. Aber... Ach komm, wow, wow, geh weg. Gehst du weg? Wirst du wohl sterben? Du Bösewicht. Du Schlingel. Nasenbluten hat er auch noch. Das erinnert mich an eine lustige Unterhaltung, die ich letztens mit einer Kollegin hatte. Die meinte ja, ich wäre von der Haltung her, vom Körperbau eher wie ein Mutenroschi und da ich immer nach einem Schildkrötenpanzer verlange, würde das sogar sehr gut passen. Da habe ich nur gesagt, naja, wenigstens habe ich kein Nasenbluten. Dafür hat der Typ das gehabt. Gratuliere. So, und jetzt für die Dragon Ball Nerds. Ihr könnt euch bestimmt noch dran erinnern, wann Mutenroschi immer Nasenbluten hatte, oder? Ah, welch ein Schlingel. Ich glaube, ich mache mal die Musik an, weil die haben mich eh gleich schon wieder gefunden. Ach, warte mal, ich kann nicht Musik und Licht gleichzeitig, ne? Doch, kann ich. Eben, dachte schon, seit wann das denn? Ich habe nichts mehr zu essen. Ich werde belagert. Mein neues Mikro ist scheiße. Es läuft. Wunderbar. Und der haut da rein, als weiß ich nicht. Würde er gleich einschlafen dabei. So, Freunde. Guck mal, ob die Flare Gun mittlerweile wieder geht. Gar nichts mehr, die ist total buggy. Die Flare Gun geht überhaupt nicht mehr. Das ist ja heftig. Das ist ja richtig hässlich. Oh, ich wollte die andere Axt. Okay, das heißt, die Flare Gun geht überhaupt nicht mehr. Es werden immer mehr Gegner, die zwar buggy sind, aber es sind viele. Und ich gehe gleich drauf. Na, ich hab's noch gefangen. Aber gerade so. Also ich hab mich noch gefangen. Wäre die korrekte Version. Okay, das macht das Ganze natürlich unschön. Oh Mann ey, Freunde. In den Kommentaren gab es auch eine lustige Unterhaltung, so nebenbei bemerkt. Da wurde mir berichtet von einem... Oh, oh, Scheiße. Von einem Soundbug. Den finde ich jetzt allerdings noch schlimmer, den Bug, dass man hier durch die Gegend fliegt. Nee, mir wurde von einem Soundbug berichtet, der dafür sorgt, dass diese blöde Kampfmusik nie aufhört. Mein Kommentar dazu war ungefähr so, ja, bei mir ist das auch so, allerdings kommen auch dauernd Leute, beziehungsweise Gegner. Wo ist die Tussi jetzt? Oh, Mensch. Muss natürlich mitten in die Nacht reinbauen. Wo haben denn die rum? Baumstumpf. Wieso nimmt er jetzt wieder die Axt in die Hand? Ist der dumm? Die wollte ich doch gar nicht. Schluss!
Verrecke! Meine Güte, und da sind noch mehr. So, jetzt machen wir aber mal wieder Licht. Damit wir sehen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, die Glatzenfrau ist wieder da. Die, kriegt wohl nie genug. Und von hinten kommt die nächste. Ich habe nichts zu essen, zumindest nichts, was ich sofort verwenden kann. Und es hört einfach nicht mehr auf. Und die machen Schaden ohne Ende. Und das mit bloßen Händen. Das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Die werden hier gebufft. Während ich genervt werde, sprich geschwächt, fällt der jetzt mal um. Wie oft will denn der noch aufstehen, bis er umfällt? So. Ja, während ich genervt werde hier und mich kaum noch verteidigen kann, so jämmerlich bin ich dran. So, jetzt habe ich einen Bug. Ich kann nicht mal mehr was bauen. Das geht offensichtlich. Nochmal löschen. Wieso kann ich jetzt kein Feuer bauen? Was ist da los? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann kein Feuer bauen. Es ist schon faszinierend. Die bauen neue Bugs ein mit jedem Patch und davon nicht zu wenig. So, drei Loks noch, dann kann ich endlich mal speichern, weil sonst bin ich gleich tot. Habe ich zufällig Pflanzen? Jawohl. Und das hängt wieder. Ach, das ist doch langsam nicht mehr schön. Ich habe nichts gegen Bugs, aber müssen das immer wieder neue sein? Bei denen einer lästiger ist als der andere. Ich weiß ja nicht so recht. Okay, das heißt, wir sind so ziemlich am Arsch im Moment. Keine Energie. Die Loks verschwinden, alles klar. Guckt's euch an. Weg! Und jetzt? Ja, gratuliere. Also. Wir fassen nochmal zusammen. Ich habe eine Flare Gun, die nicht funktioniert. Ich habe ein Mikro, das nicht funktioniert. Die Gegner machen immer mehr Schaden. Ich habe kaum noch Zeug, um mich irgendwie am Leben zu halten. Ich habe den Bug, der hier schon wieder alles blockiert, und die Flare Gun kann ich auch nicht nachladen. Joa, läuft. Wie geht der blöde Spruch hier? Läuft bei dir. Zwar bergab und rückwärts, aber es läuft. Ja. Würde ich mal so unterschreiben. Es läuft überhaupt nichts. Und irgendwie hat er auch schon mal schneller zugehauen. Meinten sie das mit Balancing oder so? Balancing haben sie vor allem geschrieben. Das finde ich auch so putzig. Die verschwinden auch, das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Ey, ohne Witz, ich renne zu meiner Bude zurück und speichere erstmal. Das geht ja mal gar nicht im Moment. Hier. Ach, den kann ich jetzt aufnehmen. Das ist ja nett, danke. Will ich jetzt aber nicht mehr. So, behalt deinen Scheiß. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau, fall runter. Richte doch gleich Genick, ey. Scheiße. Also an der Wand rumbacken geht auch nicht mehr. Alles total am Arsch. Und da muss ich eigentlich hin. Ich sehe es doch leuchten. Wäre schon wieder zum Falschen gerannt. Toll. Einfach nur toll, wie das funktioniert. Machen wir erstmal Licht. So, Kopf rein. Die Sonne geht eh gleich auf, wie es aussieht. Oder ist das wirklich nur vom Feuer so hell? Ne, das Feuer erleuchtet wieder die ganze Insel. Gut, die ganze nicht, aber drei Viertel der Insel. So, und schnell was auf den Grill, bevor hier noch wer kommt, der mich töten will. Das wollen wir ja nicht. Also ich will es nicht. Weiß nicht, wie es euch da geht.
Achso, bei meiner Zusammenfassung habe ich natürlich ganz vergessen, dass die Axt unsichtbar ist. Und ich mich weigere, mit einer unsichtbaren Axt zu kämpfen. Und vielleicht nehme ich das doch nochmal zurück, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, von wegen, ja, das mit dem genug haben bezieht sich nicht auf das Spiel. Also, ich muss sagen, wenn sich die Bugs noch weiter häufen, dann habe ich tatsächlich erstmal genug. Ich finde es halt echt läppisch, dass sie hier neue Bugs einbauen immer wieder, die es einem wirklich unglaublich schwer machen, hier noch durchzukommen. Und wenn man es schon nicht mehr bauen kann, weil die blöden Baumstämme verschwinden, wenn man sie anklickt, also dann, Freunde, dann war's das. So, was habe ich jetzt? Aus Versehen Hasen gefangen. Wo ist eigentlich der Hase, den ich auf dem Grill hatte? Ah, jetzt ist er fertig. Ja, Hasenkäfig. Könnte man testen. Aber ich glaube, es gibt, weiß Gott, wichtigere Dinge im Moment. Ich koche gleich nochmal was, weil es gibt auch Heilung. Bisschen Nahrung. Und Event. Jetzt hätte ich fast den Waschbären getötet. Ich habe wieder vergessen, dass die ja gar keinen Nutzen haben. Die kann man nicht essen, die kann man. Ach, die sind einfach nur da. Die sind genauso sinnvoll wie die Schildkröten. Ach komm, leck mich am Arsch. Bin noch in der Vorbereitung. Hallo. So, jetzt. Jetzt. Wieso habe ich jetzt wieder einen Hasen in der Hand? Willst du mich verarschen? Ja, Klimper, Klimper, blöde Kuh, stirb jetzt. Nerv nicht. Ich habe echt keinen Nerv für deine Dreckskatzenmusik hier. Und dein Gekreische macht's auch nicht besser. So. Ich glaube, mein Baumhaus wird nie fertig. Geschweige denn annähernd gebaut. Das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen? Es ist nicht schön. Wirklich nicht schön. Ich verschieb das Ganze nochmal. Und gehe erstmal hier den Strand entlang und hol mir wieder irgendwelchen Nachschub. Blöde Schildkröte, du hilfst auch nichts. Hoffentlich finde ich noch ein paar Lizards unterwegs. Denn sonst ist es bald aus mit mir. Wie gesagt, also ich bevorzuge es nicht zu sterben. Muss gerade ein bisschen lachen drüber, dass ich da vor dem Patch gemeint habe, ja, ich mache einen Neustart und dann habe ich hier mein Leben und hab dann wirklich genug Möglichkeiten zu überleben. Wenn ich einmal sterbe, wieder ist nicht so schlimm. Dann lande ich nur in der Höhle und kämpfe mich da locker wieder raus. Ja, ein Scheiß. Ich glaube, ich war selten so nah dran, in die Höhle zu kommen wie jetzt. Ne, das kann es ja nicht sein irgendwie. Total bescheuert. Kack-Flairgun geht nicht. Pfeil und Bogen ist besser geworden, aber es ersetzt die Flairgun ganz bestimmt nicht. Die Gegner sind stärker geworden, es sind mehr geworden. Wenn jetzt die Mutanten auch noch aus ihren Höhlen kriechen wieder, so wie sie es bisher immer getan haben seit dem letzten Patch? Ich meine. Ich glaube, das war der Patch, der die Axt kaputt gemacht hat. Genau. Seit dem Patch kriechen die aus ihren Höhlen raus. Wenn ich die auch noch treffe, dann gute Nacht. Ja, hier ist nichts. Wo sind die Koffer? Ich glaube, die kommen weiter vorne. Was ist hier? Tennisball. Weißt du was? Hier. Siehst du, nicht mal die Schildkröte will ihn haben. Puh. Und dann wollen die mir andrehen. So, auf den billigen Plätzen sitzt heute mal keiner. Koffer. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, Koffer sind ausverkauft. Nein, sind sie nicht. Wunderbar. Nein. So.
Energieriegel sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig im Moment. Die Medizin sowieso. Weil mein lustiger Teppich. Meine vollgepisste Pferdedecke. Die funktioniert ja nicht mehr so, wie ich will. Oder wie sie soll. Da bleibt ja das Zeug einfach mal liegen. Das heißt, ich werde nach dieser Folge erstmal speichern und auf. Ausloggen? Aufloggen vor allem. Ne, ich werde mal ausloggen. Davor natürlich speichern nochmal. Und dann hoffe ich einfach, dass danach die blöde Decke wieder funktioniert, dass ich die Baumstämme wiederholen kann und dann, ja, keine Ahnung. Halt. Ihr versteht schon. Aber ich finde es ein bisschen schade. Also, das nimmt einem wirklich ziemlich die Freude an dem Spiel. Ich habe ja wirklich über jeden Bug bisher. Ich habe zwar gemotzt, aber es hat mich nicht daran gehindert, weiterzuspielen. Also mehr oder weniger drüber hinweggesehen. Aber sowas? Nee, also. Das macht beileibe keinen Spaß mehr. Und wenn das ein Dauerzustand ist, dann. Genau, ich habe dich erwischt. Wunderbar. Wenn das ein Dauerzustand ist, also dann muss ich ernsthaft wieder drüber nachdenken. Ob man da eventuell eine Pause einlegen sollte. Zumindest werden die Folgen in nächster Zeit wohl nicht mehr ganz so lange werden, wie, ja, wie sie halt immer waren. Also hier 36 Minuten und mehr. Nee, also vorerst nicht mehr. Ich denke, das höchste der Gefühle sind im Moment 30. Mehr will ich gar nicht. Ich komme ja eh nicht voran. Ne, da hatte ich endlange Folgen, in denen ich viel gebaut habe, viel erzählt habe, aber gerade bin ich eher damit oder dagegen am Kämpfen, dass die Bugs mir nicht alles versauen hier. Es ist wirklich nicht einfach gerade. Ich meine, das hier sieht zwar scheiße aus, aber okay. Stört jetzt nicht das Spiel. Aber wenn das Elementarste nicht mehr geht, dass man craften kann oder beziehungsweise nicht mehr craften kann. Und dass die Baumstämme einfach verschwinden. Also was ist denn das bitte? Von daher, also, puh. Ich glaube, wenn das Spiel nicht so cool wäre insgesamt und wenn ich nicht schon so viel Zeit damit verbracht hätte, dann hätte ich wirklich längst gesagt, so, aus, Schluss, tschüss, pfui. Ich habe ja mein Minecraft auch noch. Was ja im weitesten Sinne vielleicht dem ein bisschen nahe kommt. Aber ich habe mich ja entschieden, das erstmal parallel laufen zu lassen. Vielleicht nehme ich die Entscheidung bald zurück, ich weiß nicht. Ich habe die letzten Folgen wirklich gar nichts mehr drüber erzählt, weil ich dachte, okay, jetzt guckst du den Patch an, redest nicht davon, dass du vielleicht gar nicht mehr spielen willst und so, weil das ist auch scheiße für euch vielleicht. Wenn ihr denkt, oh je, der hat wirklich keinen Bock mehr und so. Es war auch so, dass ich wirklich wieder richtig Lust hatte, das Spiel zu spielen, aber nach dem, was ich jetzt gesehen habe, was ich heute gesehen habe, also, puh. Es ist wirklich nicht einfach. Es ist auch wirklich nicht einfach, bei so gravierenden Bugs die Spielfreude, die Laune oben zu halten. Ist das ein neues Geklimper? Die Musik kenne ich noch gar nicht. Geil. Das ist natürlich wert, ne? Der Baumstamm-Bug, der ist es natürlich wert, wenn, beziehungsweise die Musik ist es wert, dass die Baumstämme nicht mehr funktionieren, so rum. Also das ist ein toller Kompromiss. Neue Musik an dem blöden, ranzigen See, an den ich eh nie wieder hingehen will. Dafür sind die Bäume alle verbuggt. Ach, Schnauze. Wie viele Pfeile habe ich noch? Weiß man nicht. Ach, scheiße, geht ja alles nichts mehr. Geht ja alles nix mehr. Ah, ich habe noch 13 Pfeile. Mal gucken, was der Bogen macht. Womöglich schieße ich mir den Pfeil selber in die Fresse oder ins Auge. Das könnte ins Auge gehen. Wie viele? Zwei. Ja, es war nix. Da bin ich, Penner. Nein. Nein, 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 nein.
Warte, gleich geht's los. Ja, noch ein bisschen, dann treffe ich. Alter. Wie nah muss ich noch angehen, dass das mal funktioniert? Ach komm. Nicht mal von da treffe ich. Ja, genau, zwischen die Beine, wunderbar. Und selbst wenn sie auf mich zurennen, treffe ich nicht. Warum auch? Also die Axt ist übelst kacke geworden, seit die nur noch nach unten zieht. Das ist bestimmt auch ein Bug. Das ist alles so... Ah. Nein! Halt's Maul! Ja, ich bin leicht aggro gerade. Mich nervt das alles. Tierisch. Tierisch, sage ich. In dem Moment läuft der Waschbär vorbei. Na gut. Das war perfektes Timing, würde ich sagen, meine Damen und Herren. So, ich gehe jetzt zurück zum Speichern. Dann war's das für heute. Ne, ernsthaft. Also, das ist echt... Bah! Ja, ich habe immer viel gemosert über die Bugs und so. Sind ja zum Teil auch echt höchst seltsame, nicht nachvollziehbare Dinge reingekommen. Aber das jetzt mit einem Patch so viel vermurksen, das hätte ich nicht gedacht. Ist das wirklich das, was die unter Balancing verstehen? Wäre enttäuschend. Sehr sogar. Wenn alle so wären, dann ja... Da wären so Spiele wie, weiß ich nicht, Diablo 3, World of Warcraft oder was weiß ich, League of Legends, die wären ja total verbuggt und am Arsch, wenn jedes Balancing so einen Scheiß reinbringen würde. Naja, okay. Ich werde dann erstmal speichern, das war's dann auch mit der Folge für heute, Leute. Heute, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder, hoffentlich ohne Bugs. Ich werde in der Zwischenzeit mal kurz hier ausloggen und neu starten und dann werden wir ja sehen, ob es klappt. Wenn nicht, dann eben nicht. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Leute.